Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Edgar und Grimm zu einem neuen Part Pokémon Weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Und ja, lange habe ich es nicht mehr gespielt. Die Vorproduktion zu Resident Evil Revelations ist jetzt vorbei. Schlief. Traurig. Ja. Ich verrate noch nicht zu viel zu Resident Evil. Ja, im letzten Part haben wir hier in Pokémon Weiß nun ja gegen die ganzen Fuzzis hier gekämpft. Und heute steht dieser Boss oder was auch immer das ist an und wird uns als allererstes mal bekämpfen. Trainer, dem ich unten am Eingang begegnet bin. Und jetzt bist du hier, das spricht für dich. Nun musst du dem Stärksten hier stellen und das bin ich. Ganz recht, ich bin der Chef und dein letzter Gegner. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die überhaupt im letzten Part gemacht habe. Es ist eine Weile her, ich glaube. Ich habe es nicht gemacht, da war irgendwas. Ich wollte euch nur den Chef hier zeigen, weil der hat eine besondere Bedeutung. Ganz recht, ich bin der Chef hier und der letzte Gegner, sagte er schon. Gut, auf den Kampf. Eine Herausforderung von Hausmeister Rasmus. Und Rat Hytox. So, ich weiß nicht, ob ich mich nicht komplett geirrt habe und der nicht doch ein absoluter Nichtskönner ist und nie wieder auftauchen wird, aber auf jeden Fall, um dieses Unrat Chitox zu sehen, ist es auf jeden Fall wert, diesen Kampf zu bestreiten. Ein Unrat Chitox. Das unsinnigste Pokémon, das mir bekannt ist. Es heißt doch schon so, Unrat Chitox. Genau. Unrat in einer Tüte. Ist einfach ein Müllbeutel mit Augen und Armen. Danke an Game Freak für dieses wunderschöne Pokémon. Für diese wunderschöne Entwicklung. Ja, es gibt auch eine Entwicklung davon. Leider. Für dieses wunderschöne Pokémon. Dass ihr das entwickelt habt. Weiter kämpfen. Ja, und da kommt ein Pikachu. Von dem ich mir auch gar nicht sicher bin, ob das irgendeinen Zweck erfüllt. Das ist eigentlich irgendwie ein ziemliches random Pokémon. Ja. Es ist irgendwie weder unnötig noch irgendwie besonders. Es ist halt so wie in der dritten Generation ein Taubsi im hohen Gras. So random ist dieses Pokémon. Es ist halt irgendwie eine kleine graue Maus. Es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, fange ich mir, nehme ich in mein Team. Tja. So viel zur Bewertung der Pokémon des Hausmeisters. Ich wollte unbedingt wissen, was denn so für Trainer hier herkommen. Also habe ich mich als Reinigungskraft verkleidet. Das war schon ein großer Spaß. Hier ein kleines Dankeschön. Ich würde mich sehr geehrt fühlen, wenn du es annimmst. EP-Teiler. Genau, das war's. Da gibt es den EP-Teiler und der ist, ich würde mal sagen, wichtig. Gibst du einen Pokémon diesen famosen EP-Teiler, erhält es Erfahrungspunkte, ohne selbst kämpfen zu müssen. Ja, ich weiß die Funktion eines EP-Teilers. Ich hoffe, ihr wisst es auch.
So, gegen die haben wir alle gekämpft. Ich weiß nicht, ob wir es im Part gemacht haben oder ob ich das offscreen gemacht habe. Ich bin mir sicher, ich habe es offscreen gemacht, aber... ja. Ich habe mir den letzten Part nicht angeguckt. Ich möchte zurück ins Erdgeschoss. Ins Erdgeschoss. Jo. Die Kampf-AG. So. Das hätten wir jetzt auch abgehakt. Jetzt können wir ganz schnell weiter zur Arena dieser Stadt. Das muss nämlich auch unbedingt in diesem Part noch gemacht werden. Der Orden hier, ich weiß nicht mehr, wie viel das ist. Ich denke, es müsste der dritte sein, wenn mich nicht alles täuscht. Jep, es ist der dritte. Starten wir mal in die Arena. Ausrufezeichen. Scheren. Hey, Zwergi. Ich habe gerade Arti, den Arenaleiter, herausgefordert. Arti ist nicht umsonst Arenaleiter. Bevor er mir den Orden überreicht hat, hat er mir das Leben schwer gemacht. Naja, aber für jemanden wie mich sind Käfer-Pokémon kein Problem. Ich werde alle Arenaleiter dieser einer Region herausfordern und sie besiegen. Danach werde ich Pokémon Liga aufmischen und Champion sein. Und dann will mich alle Welt als größter Trainer anerkennen. Erst dann werde ich mich wirklich lebendig fühlen. Nur ich hoffe, ich spreche die noch richtig, weil es eine Ewigkeit her, dass ich den letzten Part aufgenommen habe und ich habe die Stimme nicht mehr ganz drin. Ich kann mich nur dunkel daran erinnern. Ich sollte wohl öfters Pokémon Weiß aufnehmen. Arti, okay, wie habe ich den gesprochen? Wie? Was? Ach, du bist es. Du hast doch im ewigen Wald geholfen, den Plasma zu bekämpfen. Und dein Name war, ach ja, Zwergi. Du bist nicht zufällig auf dem Weg in die Arena. Entschuldige, aber könntest du noch einen Augenblick warten? Ich habe noch etwas zu erledigen. Scheint, dass Team Plasma wieder aufgetaucht ist. Du kannst mich auch begleiten, wenn du willst. Ich gehe zum Prime Pier. Und ich komme hinterher. Gut, ich verspreche mich heute ein bisschen öfters. Zur Arti passt es auf jeden Fall. Aber gut. Ist ja typisch bei mir. Den Prime Pier, wo der wohl ist. Ist das der hier? Bist du der Prime Pier? Nö, bist du nicht. Sonst wäre Arti hier. Dann wird es wohl ein anderer sein. Wie wäre es mit dem? Nö, das sieht gut aus. Hier entlang. Die Plasma, die Halunken haben das Pokémon dieses Mädchens gebitzt. Zwergi, was soll ich nun tun? Mein süßes... Ach so, das ist die... das ist die Kleine. Ich muss natürlich anders sprechen. Zwergi, was soll ich nun tun? Mein süßes Somniam. Mein Team Plasma hat es einfach gestohlen. Hat das jetzt Belle gesprochen oder sie? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das hat Belle gesprochen. Ach, verzeiht es mir, wenn ich das falsch gelesen habe. Jetzt spricht sie auf jeden Fall. Ich hörte einen Hilfeschrei und nahm die Verfolgung der Gauner auf. Aber diese Stadt ist einfach zu groß und inmitten der Menschengewühls habe ich sie dann leider aus den Augen verloren. Lilia, du hast getan, was du konntest. Und das jetzt, Lilly. Aber das ist doch unerhört. Man kann doch nicht... den Leuten ihre Pokémon stehlen. Pokémon und Menschen gehören einfach zusammen. Wie sie sich gegenseitig ergänzen und einander helfen, ist wirklich das Größte. Das ist jetzt Bell. Heute ist wirklich der Wurm drin. Ihr merkt es schon. Ich werde es trotzdem nicht rausschneiden. Das tut euch schön an. Oh, Lilia. Genau, und deshalb werden wir dir das Pokémon zurückholen. Stimmt's, Zwergi?
Na klar, aber... Aber hier, in Status, die einem Menschen oder ein einzelnes Pokémon zu finden, ist wie die Suche nach der Nadel im sprichwörtlichen Heuhaufen. Nicht, wenn sie auf einen zukommt, die Nadel, und einen in den Finger piekst. Was zum Kuckuck hat denn der Inhalertechniker verloren? Alles lief doch wie am Schnürchen und ich wollte bloß noch einen Pokémon stehlen. Nun mache ich mich besser aus dem Staub. Die haben also Schiss vor dem Arenaleiter. Los, Dvergi, den Team nach. Lilia, du bleibst bei dem Mädchen. Mach dir keine Sorgen. Ich bleibe hier und beschütze Belle. Okay, ja, ich stelle keine Fragen. Lauf du ruhig los und kümmere dich um die Fieslinge von Team Plasma. Alles klar, sie beschützt Belle. Nicht Belle beschützt sie. Ach, ich will nichts fragen, nichts sagen. Weiter. Weiter im Text. Ja, da ist schon Arti. Dort entlang, in Richtung der Arena. Ich gebe auch mal mein Bestes mit dem Sprechen der verschiedenen Rollen. Aber vier Rollen, ich glaube es waren nur drei Rollen parallel zu sprechen, wenn ich nicht in der besten Fassung bin. Ja, ihr merkt es selbst. Ist mehr als schwer. Punkt, Punkt, Punkt. Kein Zweifel, hier muss es sein. Nein, hätte ich jetzt nicht gedacht. Team Plasma steht ja auch davor. Hier gibt's nichts zu sehen. Hier drinnen ist niemand, weder die sieben Weisen noch Team Plasma. Wenn ihr uns nicht glaubt, müsst ihr erstmal an uns vorbeikommen. Da ging was schief. Ich übernehme das, Kinder. Ihr nehmt euch die Leiter vor. Nichts zu fassen. Zwergi, den da überlasse ich dir. Team Plasma Fight. Juhu! Was hat er gesagt? Er übernimmt zwei und ich einen. Ist das nicht ein bisschen unfair? Ja, gegen zwei. Ich werde auch zwei abkriegen. Deine ist zu leicht für mich. Ich will alle drei bekämpfen nacheinander. Ganovil. Ja, nice. Und jetzt nochmal Nitro-Ladung ein. Dürfte keine Probleme für mich sein. Ja. Sag mal nichts dazu. Team Plasma. Oh nein! Nein, 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 nein! Team Plasma tritt den Rückzug an. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Wie auch immer, wir müssen schnell den sieben Weisen Bescheid geben. Fast so doof wie Team Skull. Aber Team Skull war ein bisschen. Also, ein bisschen ist ein bisschen untertrieben, aber ein bisschen heftiger. Dämlich. Ein bisschen heftig dämlich. Team Plasma geht noch, ist noch ein bisschen über der Schmerzgrenze, aber na gut. Ach, ich habe mich ja total verlaufen. Die Wegbeschreibung über den Visucaster habe ich jedenfalls nicht verstanden. Wenn sich Team Plasma hier drinnen herumtreibt, dann kann das gestohlene Pokémon auch nicht weit sein. Ich gehe hinein. Und ich folge dir. Diesmal kämpfe ich auch mit und du auch, Belle. Los! Komm schon, Zwergi! Jupp, ich folge dir. Auf dem Schritt. Sieh an! Sieh an! Arenaleiter Arti! Genauso hatte ich die gesprochen, bin ich mir sicher. So ein bisschen wild und verrückt. Ihr von Team Plasma,
Ihr seid wohl von der Sorte, die sich einfach nimmt, was sie haben will. Auch wenn es jemand anders gehört, richtig? Ich finde, das hatte schon was, direkt vor der Pokémon-Arena ein Geheimversteck zu unterhalten. Aber nun ist es ja leider schneller aufgeflogen, als wir dachten. In der Tat. Aber im Grunde haben wir ja bereits einen ganz hervorragenden Unterschlupf. Nun ja, wie auch immer, sagt mir, kennt ihr die Legende von der Entstehung der Einalregion? Klar kenne ich die. Das ist doch die Legende vom Weißen Drachen. So ist es. Wie lässt sich eine Welt vereinen, in der so viele Völker sich bekriegen? Eines Tages erschien der Weiße Drache einem Helden. Den kämpfenden Parteien gegenüber fletschte er die Zähne und dem Helden brachte er die Antwort auf jene Frage dar, mit der dieser sich schon so lange verzweifelt beschäftigt hatte. Das Bild, das der Held und der Drache zusammen abgaben und ihre vereinten Kräfte waren es, die die Herzen der Menschen wieder der Eintracht zuführten. Dies war die Geburtsstunde von Einmal. Es ist an der Zeit, den Menschen wieder einen Helden mit einem getreuen Pokémon zu bringen und damit an ihre Herzen zu appellieren. So werden wir die Welt mit Leichtigkeit zu einem Ort machen, wie Team Plasma ihn herbeisehnt. Hier in Stratos City gibt es so viele unterschiedliche Menschen. Alle haben sie andere Ansichten und Lebensweisen. Da ist es eigentlich völlig normal, dass man nicht immer gleich versteht, was jemand zu sagen hat. Was? Hä? Und dennoch gibt es etwas, das alle gemeinsam haben. Und allen liegt das Wohlergehen unserer Pokémon am Herzen. Es passiert nicht selten, dass wir mit Leuten, denen wir zum ersten Mal begegnen, durch unsere Pokémon kommunizieren. Sei es bei Kämpfen oder wenn wir sie miteinander tauschen. Die Ansprache neulich in Garvina. Ich bin dankbar, dass ihr uns einen Anlass gegeben habt, unseren Umgang mit den Pokémon zu überdenken. Und wir haben geschworen, die Pokémon respektvoller zu behandeln. In dieser Hinsicht stärken eure Aktionen doch eigentlich das Band zwischen den Pokémon und den Menschen. Ha, 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 ha. Was vernehmen meine Ohren da? Ich hatte doch gar nicht erwartet, jemanden mit solch scharfem Verstand vorzufinden. Ich mag kluge Menschen. Für den König habe ich kluge Köpfe aus der ganzen Welt an einem Ort versammelt. Man nennt uns die sieben Weisen. So klug sind wir. Na gut. Die Meinung ist in diesem Fall sei dir verziehen. Ich ziehe mich nun zurück. Junges Fräulein, hier hast du deine Pokémon zurück. Oh, danke. Mein Somnian, ich habe dich wieder. Aber Bill, das sind die bösen Kerle, die die Maschinen einfach ihrer geliebten Pokémon berauben. Ach, die Menschen. Och, nö. Menschen, ach ja, Menschen mit Maschinen verwechselt. Soweit geht's schon. Aber ich bin doch glücklich, dass mein Somniam unversehrt wieder bei mir ist. Das ist sie eben, die wunderbare Freundschaft zwischen Mensch und Pokémon. Dennoch werde ich die Legende von einer wieder aufleben lassen, auf das sie die Herzen der Menschen vereinnahme und die Pokémon bald frei seien vom Joch ihrer Unterdrücker. Friede sei mit euch.
Warum lässt du diese bösen Kerle einfach ungeschoren davonkommen? Überleg doch mal, was würde denn mit den anderen geraubten Pokémon geschehen? Ist schon in Ordnung. Vielen Dank, Lilia. Hauptsache, es wurde niemand verletzt. Und ich bin wieder glücklich mit meinem Pokémon vereint. Verstehe. Na gut, meinetwegen. Und was habt ihr jetzt alle im Anschluss vor? Also, ich möchte jetzt erstmal ganz genau Stratos City erkunden. Na, das ist doch wunderbar. Und ich bleibe natürlich bei Belle und beschütze sie, ganz klar. Lydia. Na, das trifft sich doch ganz hervorragend. Lydia ist zwar eine ganz tolle Trainerin, aber in der Großstadt fühlt sie sich eben doch ein wenig verloren. Und es ist nicht schön mit anzusehen, wie Menschen und Pokémon miteinander... Wie Menschen und Pokémon einander zur Seite stehen. Das ergibt jetzt keinen Sinn, aber egal. Ach ja, es war wirklich nett von dir, dass du bei der Suche nach dem Pokémon geholfen hast. Hier ein kleines Dankeschön für dich. Die Ruhiga-Beere. Gut, Bärentasche verstaut. Ich benutze Beeren nicht wirklich. Aber pssst, verratet's keinen weiter. Also dann, macht's gut. Moment mal. Also dann, Zwergi. Ich warte bei der Arena auf dich. Ja, ich komme gleich. Ich hole mir nur noch das Item Rauchball. Verstaue es schnell mal in meiner Tasche. Und dann, ja. Begutachte ich noch diese Statue, auf der nichts eingraviert steht. Jetzt kann ich. So, wo ist die Arena? Die ist ein bisschen weiter unten. Da ist sie. Renn jetzt. Ja, das werden wir sie heute nicht mehr schaffen. Aber in die Richtung können wir uns begeben. Und wie gefällt dir Stratos City? Hier sind so viele Leute. Da schlaucht es schon überhaupt, zur Arena zu kommen. Daher will ich dir das hier überreichen. Zwergi erhält Tafelwasser. Zwergi verstaut das Item Tafelwasser in der Medizintasche. In dieser Arena wirst du es mit Wänden zu tun bekommen. Nein. Sag nicht. Die du durchschreiten kannst. Auf den ersten Blick scheinen sie undurchdringbar, doch gib dir Mühe und du wirst es schon schaffen. Und wenn es einmal nicht weitergeht, tritt einfach auf den Schalter am Boden. Okidoki. Ah, Wände, durch die ich gehen kann. Ah, diese Honigviecher hier. Batz. So, zack. So, jetzt kann ich hier Knopf betätigt. Tor öffnet sich. Wollte schon schließt sich sagen, aber das entspricht ja nicht der Wahrheit. Oh, jetzt verstehe ich das Ganze. Jetzt muss ich hier durch. Um an den Knopf zu kommen, muss ich hier an dem Clown vorbei und der wird gegen mich kämpfen. So kann ich nicht hindurch. Ja, erster Clownskampf, erster Arena Fuzzi-Kampf. Oh, den Text habe ich jetzt nicht gelesen, aber gut. So wichtig wird er nicht sein. So, Knopf betätigt. Das macht ein ulkiges Geräusch. So, weil jetzt dadurch. Hui! Du trittst auf den Schalter und wer erscheint? Ich. So, und deshalb musst du nun gegen mich kämpfen. Das hätte ich verhindern können. Und wer sich versteckt, verliert seinen Kampfgeist. Sagte der sich versteckt. Wir werden hier bestimmt noch gegen einige Trainer antreten. Weil es gibt noch einige Türen zu öffnen. Kein Clown hinter dem Knopf. Oh, die Tür ist offen. Ich weiß nicht so recht, ob wir da reingehen sollen. Da lauert doch bestimmt schon ein weiterer Clown. Zack, hier. Die Tür ist auch offen. Wir müssen aber wahrscheinlich alle Schalter betätigen.
Also gehe ich erstmal hier durch. Zack. Och nö. Das war jetzt so unnötig. So, den Clown haben wir besiegt. Den Clown haben wir dort besiegt und haben den Schalter betätigt. Daraufhin hat sich diese Tür geöffnet. Dort steht auch bestimmt ein Clown. Jupp. Können wir hier durch, ohne durch einen Clown gestört zu werden? Ja, wie es aussieht, müssen wir aber auf beide drauf. So. Letzter Kampf vor dem Arena-Leiter. Zack. Nur Clowns hier. Findest du es nicht auch wundersam, dass die Arena so unfassbar faszinierend wirkt? Nö, tue ich nicht. Was hast du nun? Ein Toxipet. So, ich erkenne das Muster, dass auf jeden Fall ein Strawickel und ein und oder ein Toxipet im Arena-Leiter-Kampf mit dabei sein wird. Unwahrscheinlich, dass das nicht so ist. Das kündigen die Vortrainer schon mal ein bisschen an, in der Regel, welche Pokémon so ungefähr im Kampf drankommen könnten. Schutzschild, was ist das für eine feige Attacke? Fehlgeschlagen, gut. So, da haben wir noch Strawickel, ja. Selbstverständlich. Und wie machen wir das? Mit Bodycheck. Blut hat er nicht. Der Werte Max. Auwei. Das wird eng. Auwei. Nein. Nein. Nicht wahr. Boah, schnell die andere Kamera auf. Schnell die Kamera aus. Habt nichts gesehen.